Das Motto der diesjährigen interkulturellen Woche lautet Offen geht, was gleich mehrfach für Hückelhofen gilt. Hier aus der Sternwarte des Gymnasiums heraus öffnet sich der Blick auf markante Wahrzeichen der Stadt. Mit diesem Hashtag verbinden wir ein Plädoyer für ein offenes Miteinander in unserer Stadt, die mit ihren Menschen aus über 100 Nationen für interkulturelle Vielfalt steht. Wir nehmen diese Aufforderung aber auch ganz wörtlich und laden ein zu einem interkulturellen Stadtrundgang, der zu unterschiedlichen Orten kultureller Begegnungen führt und auf deren Besonderheit aufmerksam macht. Damit soll ein Beitrag für mehr Verständnis und gegenseitige Wertschätzung geleistet werden. Machen wir uns also auf den Weg. Die Geschichte der Zeche Sophia Jacoba ist ausschlaggebend für die Stadtentwicklung Hückelhovens und ihre überregionale Bedeutung. Zunächst fällt natürlich der Förderturm von Schacht 3, dem Wahrzeichen der Stadt, ins Auge. Heute ein musealer Ort mit Brauchtumspflege. Für viele Menschen ist die ehemalige Zeche ein Identifikationsort, Erinnerung an die Familientradition, wo über 3-4 Generationen hinweg der Bergbau Arbeit bot und das Familienleben bestimmte. Dafür steht der Förderverein mit seinem Vorsitzenden Detlef Stab. Als Friedrich Honigmann 1884 die ersten Bohrungen hier zwischen Millig und Schaufenberg niedergebracht hatte und 28 Bergleute angefangen hatten und nach Kohle schürften, hatte keiner geglaubt oder gedacht, dass das sich einmal für die Region, für die Stadt Hückelhofen so entwickeln würde, was dann in der nachfolgenden Zeit passiert ist. Es kamen viele Bergleute nach hier und 1908 wurde der erste Schacht geteuft und am 8.1.1914 kam die erste Steinkohle hier in Hückelhofen zutage. Friedrich Honigmann hat es leider selbst nicht mehr erlebt, weil er im Dezember 1913 verstarb. Und natürlich, wo es dann zu wenig deutsche Bergleute gab, hatte man im Ausland versucht, Bergleute zu bekommen. Und die hat man auch dann alle bekommen, von Spanien, Portugal und so weiter und so fort. Es kam zu einer rasanten Entwicklung mit der weiteren Erschließung neuer Kohlefelder. Besonders ab den 1920er Jahren wurde Hückelhofen zum Zentrum der Kohleförderung mit Schacht 3, an dem wir hier stehen. Als weithin sichtbares Zeichen wurde zwischen 1929 und 1934 dieser imposante Förderturm mit einer Gesamthöhe von fast 43 Metern gebaut. Der Förderturm, der nachts in rotem Licht erstrahlt, ist aber nicht nur Symbol einer vergangenen Industriekultur, sondern steht auch für die wechselvolle Geschichte der Region und ihrer Bevölkerung, die durch Zuzug und Vielfalt geprägt ist. Vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war Sophia Jacoba schon ein sehr großer Anziehungspunkt gewesen. Eben dementsprechend, weil es im Bergbau gute Löhne gab. Man stellte Werkswohnungen zur Verfügung, wo die Bergleute mit ihren Familien dann bei preiswerter Miete dann leben konnten und direkt zur Schachtanlage gehen und dann arbeiten zu können. In scharfem Kontrast dazu standen die Verhältnisse in den Kriegsjahren unter der Gewaltherrschaft der Nazis. Wir hatten hier auf Sophia Jacoba, dem Steinkohlenbergwerk, 1943 etwas mehr als 2000 Zwangsbeschäftigte, zu denen also Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, Ostarbeiter gehörten. Die Russen machten auch den allergrößten Teil der Zwangsbeschäftigten in Hückelhofen bei Sophia Jacoba aus. Dazu gab es französische Kriegsgefangene, Kroaten, Niederländer, Flamen, Wallonen, die auf 9 Standorte im heutigen Stadtgebiet verteilt waren. Die Bewachung hatte die SA übernommen, die schon seit 1934 hier ein Lager in der Nähe der Zeche Sophia Jacoba unterhalten haben. Unter ganz anderen Voraussetzungen stand die Erweiterung der Belegschaft nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als Arbeitskräfte auch im Bergbau gesucht wurden. Die damals von der Bundesregierung geschlossenen Anwerbeabkommen mit verschiedenen Staaten führten seit 1961 zu einem verstärkten Zuzug. Sophia Jacoba stellte 33 spanische Bergleute ein. Das waren die ersten ausländischen Arbeitskräfte im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs. Einer davon war mein Schwiegervater, der hatte in Spanien bei Blei Bergbau gearbeitet. Er kommt 1963 nach Hückelhofen, bei
sehr, sehr gearbeitet. Die Familie sind nachgekommen und die sind auf der Schnell geworden. Ne? So habe ich meine Frau kennengelernt. Wir leben zusammen in Hickelhofen, trotzdem ist es spanische Herkunft für uns zu Hause. Das eine ist Heimat und das andere ist zu Hause. Danach kamen vor allem Bergleute aus der türkischen Schwarzmeerregion Zonguldak, die Bergbauerfahrung mitbrachten. Ursprünglich sollten die Gastarbeiter nur eine kurze Zeit bleiben und dann zurück in ihre Heimat gehen. Aber es kam dann anders, denn ein Großteil der zugewanderten Menschen blieb und ihre Familien wurden nachgeholt. Unter Tage waren viele Menschen am Arbeiten gewesen. Da wurde nicht geschaut, welche Nationalität hatte der Kumpel oder welchen Glauben oder welche Hautfarbe. Wir waren alle Kumpel unter Tage und da musste jeder auf den anderen aufpassen wegen der Sicherheit. Und das war ein gutes Miteinander gewesen, das wir unter Tage zelebriert haben. Und es wurde auch viel für die ausländischen Mitarbeiter gemacht. Zum Beispiel wurde für die türkischen Mitarbeiter immer ein Zuckerfest veranstaltet, wo sie dementsprechend auch da sich zeigen und präsentieren konnten. Das Glaubenfest der Muslimen, Ramadanfest, da war natürlich so gewesen, dass auch die türkischen Mitarbeiter dann beten konnten unter Tage. Manche hatten sogar ihren kleinen Teppich mitgebracht gehabt. Darum sind wir alle stolz darauf, dass wir so eng und vertrauensvoll hier im Bergbau mit vielen Nationalitäten zusammenarbeiten konnten und durften. 1992 kam der Beschluss zur Zechenschließung. Nach einem langen und außergewöhnlichen Arbeitskampf wurde die Schließung bis zum 27. März 1997 gestreckt, sodass von der Gesamtbelegschaft mit über 3000 Arbeitskräften fast alle eine Beschäftigung fanden bzw. sozialverträglich aufgefangen werden konnten. Damit setzte in Hückelhoven ein umfangreicher Strukturwandel ein. Hier am Friedrichplatz entsteht ein modernes und lebendiges Quartierszentrum. Das geschlossene Ensemble rund um den Platz, direkt gegenüber dem Zechengelände liegend, steht als ehemalige Bergarbeitersiedlung unter Denkmalschutz. Mit städtischer Beteiligung haben hier vielfältige Einrichtungen Platz gefunden, insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchtgeschichte. Wir befinden uns hier am Standort der Hückelhofener Tafel am Friedrichplatz 9. Wir sind hier seit 12 Jahren und liegen vor den Toren der Stadt und ideal für uns als soziale Hilfsorganisation und auch für die tafelberechtigten Personenkreise. Unser Kernaufgabenbereich ist die Sicherung und Rettung von Lebensmitteln, die bei Discountern, Supermärkten, Geschäften, Bäckereien etc. nicht benötigt werden. Und wir können sagen, dass wir seit 4 Jahren mehr als zufriedenstellende, gute Ware bei den Geschäften in Hückelhofen und Wassenberg bekommen haben. Wir versorgen zurzeit etwa 1200 bis 1300 Personen. Durch die Corona-Pandemie haben wir eine Steigerung von 15-20%. Ich bin Ibrahim Ibrahim. Ich komme aus dem Irak. Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen bin. Als fremder Mann in ein fremdes Land konnte ich überhaupt gar nicht. Und dann habe ich eine Unterstützung und viele Hilfe von Tafel zum Anfang bekommen. Und ja, dann haben sie mir geholfen mit kleinen Praktikum, einem Minijob. Und dann haben wir den richtigen Weg gezeigt. Und jetzt habe ich einen tollen Job. Und jetzt bin ich bei Hückelhoven Helft Anfang dieses Jahr und helfe ich den Menschen mit allem, was ich kann. Im Jahr 2015 haben wir hier am Friedrichplatz angefangen mit einem Ankommenstreffpunkt für geflüchtete Menschen. Viele Ideen sind entstanden von Ehrenamtlern und mittlerweile bieten auch zahlreiche Einrichtungen hier sehr viele Hilfsangebote an. Es ist wirklich ein Ort der Begegnung, wo viele zusammenkommen und auch kreative Ideen umgesetzt werden.
Wir begegnen uns hier einfach auf Augenhöhe, sowohl hauptamtlich Tätige als auch ehrenamtlich Tätige. Und das Motto auch unserer ehrenamtlichen Initiative Hückelhofen hilft, ist 1:1 auf das Begegnungszentrum zu übertragen. Und zwar sagen wir immer gemeinsam viel bewegen. Und so haben wir in all den Jahren schon sehr viel auf den Weg gebracht und wollen auch in Zukunft hier mit einem modernen Quartierszentrum noch mehr bewegen. Ich bin Hasrat Choro. Ich bin zuerst alleine mit meinen beiden kleinen Kindern aus Syrien geflohen. Mein Mann konnte später nachgekommen. Ich habe hier einen Nähenkurs von Flüchtlingspaten besucht. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe andere Frauen kennengelernt, auch Flüchtlinge. Ich hatte etwas zu tun, etwas gelernt, Nähen und Deutsch. Auch der Stadtsportverband Hückelhofen ist in diesem Gebäudekomplex Friedrichplatz untergebracht. Wir vertreten 56 sporttreibende Vereine. Und das ist nicht nur Fußball, sondern eben auch Tennis, Gymnastik, Kampfsportarten. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund in den Vereinen als aktive Mitglieder oder eben auch als ehrenamtliche Tätigkeit unsere Arbeit unterstützen, das Vereinsleben fördern. Seit ungefähr 5 Jahren begleiten wir von Pax Christi Hückelhofen ein Projekt, das nennt sich Lernen leicht gemacht, wird gefördert vom Bistum Aachen und da erhalten Kinder mit Migrationshintergrund günstigen Nachhilfeunterricht. Und dieses Projekt wird sehr gerne angenommen durch Mund und Mund zu Mundpropaganda auch weitergeleitet und dadurch haben wir regelmäßig immer eine große Anzahl Kinder, die von der Grundschule über die Hauptschule, Gesamtschule, Realschule hier 2-mal die Woche Nachhilfe bekommen. Nur wenige Schritte vom Friedrichplatz entfernt trifft man auf das Familienzentrum Traumland, ebenfalls eine Einrichtung der Stadt Hückelhofen. In unserer Kindertagesstätte werden 87 Kinder in 4 Gruppen betreut. Für uns ist die multikulturelle Zusammensetzung selbstverständlich. Viele Kinder von uns wachsen zweisprachig auf und haben einen anderen kulturellen Hintergrund. In den Familien wird sehr häufig Türkisch gesprochen, aber auch viele andere Sprachen finden sich wieder. Wir sind beteiligt am Bundesprogramm, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist. In der alltagsintegrierten Sprachbildung geben wir allen Kindern den Raum, ihre Sprache zu sprechen. Viele Projekte führen dazu, dass wir die Sprachbildung und Lebenswelten der Kinder und Eltern fördern und begleiten. So setzt sich auch unser Leitsatz zusammen, Traumland, so bunt wie die Welt. Bunt und vielfältig ist auch das Angebot auf dem weiträumigen Außengelände, das den Kindern viele Möglichkeiten für Spiel und Bewegung bietet. Und dafür sind alle kleine Experten. Wenn er da hinten am Kletterguss diesen Gorilla da meinen Trick zu machen. Ich mag gerne zu spielen. In Sandkasten spielen. Entfernen wir uns ein wenig vom Friedrichplatz, treffen wir weitere Spuren der Zeche und ihrer Menschen. Sie sind zu sehen in den typischen Bergarbeitersiedlungen und sie finden sich zum Beispiel in der Namensgebung, wie hier in der Mokwa-Straße. Sie wurde benannt nach Ernst Mokwa, Betriebsrat auf Sophia Jacoba und Gewerkschafter. 1943 wurde er von der Gestapo verhaftet und 1944 in den Messehallen Köln ermordet. Wir erinnern in diesem Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Auch in Hückelhofen lebten jüdische Mitbürger, die im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben integriert waren, bis zur Zeit des Nationalsozialismus. Sie lebten weitgehend hier auf der Mokwa-Straße, wo sie auch ihre Geschäfte hatten. Ich stehe für Julius Hermanns. Er hatte ein Textilwarengeschäft Gebrüder Hermanns. Julius Hermanns kam schon 1936 in ein Konzentrationslager und wurde dann aufgefordert, das Deutsche Reich zu verlassen. Sein Versuch mit der St. Louis nach Kuba zu emigrieren scheiterte und er kam nach einer Irrfahrt zurück nach Frankreich in ein Lager. 1942 wurde er ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert und dort vermutlich ermordet. Ich stehe für seine Frau Margarete, geborene Goldbaum. 1941 wurde sie nach Riga deportiert, wo sie verschollen ist.
Ich stehe für Hilde Hermanns, die Tochter von Julius und Margarete. Sie wurde zusammen mit ihrer Mutter nach Riga deportiert, wo sie verschollen ist. Ich stehe für Sophie Hermanns, die Schwester von Julius Hermanns. Sie arbeitet nach 1934 als Verkäuferin im Geschäft ihres Bruders hier in Hückelhofen. Auch sie wurde 1941 nach Riga deportiert und von da ins Konzentrationslager Stutthof verschleppt, wo sie vermutlich umkam. Ich stehe für die Brüder Josef und Egon Goldbach, die auf der Flucht vor der Deportation entdeckt und in das Arbeitserziehungslager nach Hückelhof kamen. Dort wurden sie im Oktober 1944 von der Gestapo erschossen. Nicht weit von hier steht die inzwischen profanierte Kirche St. Barbara mit ihrem wuchtigen Bau und dem markanten Turm. Durch den starken Zuzug von Arbeitskräften in dieses Wohngebiet wurde die Kirche 1932/33 mit viel Eigenleistung der Bergleute erbaut, die mit ihrer Namenspatronin auch zu ihrer Kirche wurde, und zwar über nationale Zugehörigkeiten hinaus. Die entwidmete Barbara-Kirche erinnert heute noch an die Zeit der Bergarbeiterkirche. So finden sich in ihr ein Steinkreuz und eines der letzten Kohlestücke, die gefördert wurden. Dieses Steinkohlekreuz erinnert an den Arbeitskampf der Bergleute, als es um den Erhalt ihrer Zeche Sophia Jacoba ging. Über die Treppe mit dem bezeichnenden Namen Knappenstiege geht es in den Teil Hückelhofens, in dem kirchliche und religiöse Gemeinschaften Ausdruck eines interkulturellen Miteinanders sind. Hier im Zentrum von Hückelhofen befindet sich ein dichtes Netzwerk sozialer und religiöser Einrichtungen. Zwischen den Kirchen der beiden Konfessionen und der Stadt besteht eine umfangreiche Kooperation. Zur Pfarrei St. Lambertus hier in Hückelhofen gehört auch das Pfarrzentrum Haus Hückelhofen, eine ehemalige Wasserburg, die bis ins 13. Jahrhundert zurückdatiert werden kann. Alle Einrichtungen hier in der Pfarrei gehen auf die Stiftung Schnorrenberg zurück. Die Kindertagesstätte, das Jugendheim, das Seniorenzentrum und alle weiteren Pflegezentren geben besonders darauf Acht, kultursensibel zu betreuen. Die evangelischen Kirchengemeinden in Hückelhofen halten ein breites Angebot für Menschen bereit zur Betreuung, zur Versorgung und zur Integration. Gemeinschaftsangebote werden gemacht, damit Menschen sich hier treffen können. Ich stehe hier vor der evangelischen Kirche, die vor 130 Jahren im neugotischen Stil an dieser Stelle neu auferbaut wurde. Sie ist besonders geprägt durch bunte Glasfenster und einen blauen Sternenhimmel, der im Jahr 1929 nachträglich eingebracht wurde. Der wird im Moment umfangreich renoviert. Bei der Gestaltung und Renovierung der Kirche sind die Bergleute hier immer sehr, sehr engagiert gewesen. Die evangelische Kirchengemeinde engagiert sich sehr stark für die Integration, für interkulturelle Arbeit, für soziale und diakonische Projekte und die Erwachsenenbildung. Das Jugendzentrum Rainbow ist ein offener Wohlfühlsort für alle jungen Menschen. Besonderen Wert legen wir auf Kreativität, Kommunikation, Freiheit, Ruhe haben, Ausgleich, Sicherheit, Angebot, Freundschaft, Akzeptanz, Vielseitigkeit, Entfaltung, Verschiedenheit, Verständnis. Ja, gesellschaftlich ist die offene Kinder- und Jugendarbeit neben der Familie oder der Schule und dem Beruf so verortet, dass sie eine Freizeitinstitution ist, wo junge Menschen sich sozialisieren können, das heißt, sich untereinander bilden können im Rahmen der Kommunikation. Schräg gegenüber vom Jugendzentrum befindet sich der Eine Weltladen, der nun schon seit 30 Jahren ehrenamtlich vor Ort geführt wird. Hier im Eine-Welt-Laden verkaufen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die übrigens alle ehrenamtlich arbeiten, fair gehandelte Produkte aus Südamerika, Afrika und Asien. Unser eigentliches Anliegen ist es, den Menschen hinter den Produkten ein Gesicht zu geben. Wenn die Menschen, die die Waren konsumieren, einen Blick bekommen für die Menschen, die unter manchmal ganz schlimmen Bedingungen die Produkte produzieren, dann entwickeln sie hoffentlich ein größeres Verständnis dafür, dass diese Menschen fair behandelt werden wollen und unsere Solidarität benötigen. Unter dem Motto global denken, lokal handeln, versuchen wir, den Menschen hier vor Ort
die weltweiten Zusammenhänge von Politik, Ökonomie und Ökologie vor Augen zu führen. Und wir freuen uns sehr, dass die Stadt Hückelhofen per einstimmigem Ratsbeschluss sich mit auf den Weg gemacht hat, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Hückelhofen möglichst bald als Fairtrade-Town zertifiziert werden kann. Der Anteil muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbürger hat bei dieser Entwicklung in Hückelhofen deutlich zugenommen und findet Ausdruck in der Errichtung eigener Moscheen sowie Bildungs- und Integrationseinrichtungen. Unsere erste VWK-Gemeinde besteht seit 1977 in Scharfenberg. Da unser Gemeindehaus in Scharfenberg nicht ausreichend war, haben wir 1994 das alte Gebäude hier Ludwigsche Straße gekauft. Um ein neues Bildungs- und Integrationszentrum aufzubauen, haben wir das alte Gebäude 1990 komplett abgerissen und 2002 neu aufgebaut. Ziel des neuen Integrationszentrums ist es, die Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen zu vertiefen. Dabei sollen Gespräche helfen, Vorbehalte, Ängste, Verurteile gegenseitig abzubauen und zum friedlichen Zusammenleben in der Stadt und im Kreis beizutragen. Hiermit lade ich Sie schon mal zu unserem traditionellen Integrationsfest vorerst herzlich einladen, den wir jedes Jahr im Pfingsten auf der Ludowitsche Straße durchführen. Das Gebäude des anderen großen Moscheevereins, der DITIB, befindet sich in einem Gebiet, das eher durch Gewerbe gekennzeichnet ist. Auch dieser Versammlungsort mit seinen verschiedenen Räumlichkeiten wird sehr gut angenommen. Die DITIB-Gemeinde in Hückelhofen wurde 1985 von den Bergleuten gegründet. Seit 2002 sind wir hier in Hückelhofen auf der Helvaterstraße. Neben unseren großräumigen Gebetsräumen haben wir einen Saal und ein gemütlich eingerichtetes Raum, wo wir uns gerade befinden. Dort treffen wir uns neben den Gebetszeiten mit Menschen, trinken gemeinsam Tee, unterhalten uns, tauschen uns aus. Wir sind schon seit langen Jahren hier, seit fast 60 Jahren. Und daher ist es sehr wichtig, dass wir in der Gemeinschaft gut miteinander leben. Also die Gemeinschaft ist schon wichtig, egal welche Herkunft, welche Religion. Das nehmen wir immer zum Herzen und versuchen danach zu leben. In unmittelbarer Nähe zur Moschee der DITIB befindet sich das neue Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes. In den Räumlichkeiten ist seit 2016 auch der Kai beheimatet, der Kristallisationspunkt gegen Armut für Integration. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zusammenzubringen und sie individuell zu beraten. Wir halten ein breites Angebot vor, das sich grundsätzlich an alle Menschen richtet, aber auch an Menschen mit Migrationshintergrund. Für uns ist Integration und interkulturelles Miteinander die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben. Unser virtueller Rundgang endet, wo er auch begonnen hat, hier im Herzen Hückelhofens, wo sich Gymnasium und Rathaus befinden. Das Gymnasium der Stadt Hückelhofen wurde 1962 gegründet und 1992 in eine Ganztagsschule umgewandelt. Übrigens eines der ersten Ganztagsgymnasien in Nordrhein-Westfalen. Mit einem erweiterten Bildungs- und Förderangebot wollte man Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Migrationsgeschichte bessere Chancen für ihre Lebensgestaltung geben. So bunt wie die Bevölkerung in Hückelhofen ist, so bunt ist auch die Schülerschaft des Gymnasiums zusammengesetzt. Und wir sind stolz darauf, jedes Jahr unsere Schülerinnen und Schüler erfolgreich zum Abitur zu führen. Und dazu gehören auch in besonderem Maße junge Menschen mit Migrationshintergrund und auch Fluchterfahrung. Etwas, was unsere Schule noch auszeichnet, ist unser Engagement als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, was wir seit 2010 sind. Uns, das sind SchülerInnen, Lehrer und auch Eltern, ist es besonders wichtig, uns gegen Rassismus, Homophobie und jegliche Form von Diskriminierung einzusetzen. Unser Schulmotto lautet Lernen und Vielfalt. Und auch das wollen wir hier wirklich leben. Auch ich war Schülerin hier am Gymnasium der Stadt Hückelhofen und habe hier vor 4 Jahren mein Abitur gemacht. Meine Eltern haben eine ganz typische Einwanderungsgeschichte und ihnen war es immer besonders wichtig, dass ihre Kinder eine gute Schulbildung haben und sich auch gesellschaftlich engagieren.
Heute bin ich Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Hückelhofen und auch das spricht für ein interkulturelles Miteinander, denn der Integrationsrat wurde letztes Jahr erstmals in Hückelhofen gewählt. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadtverwaltung für die Bedürfnisse und Anliegen der Menschen mit einer anderen Herkunftsgeschichte zu arbeiten und zu einer gelingenden Integration beizutragen. In meiner täglichen Arbeit komme ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit all ihren persönlichen Geschichten, Schicksalen, aber auch Nöten in Berührung. Mir ist es sehr wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und jeden Einzelnen dort abzuholen, wo er gerade steht. Hier als Verwaltung mit meinen Kollegen, den vielen Netzwerkpartnern und den ehrenamtlich engagierten Personen zu helfen, ist manchmal eine große Herausforderung, aber auch gerade das Schöne an unserer Arbeit. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun mit dem neuen Integrationsrat einen weiteren Partner an unserer Seite haben. Toleranz und Vielfalt, das ist Hückelhofen, das ist unsere Stadt. Ich bin froh und dankbar, Teil dieses Films sein zu dürfen und kann Ihnen wirklich berichten, dass hier in Hückelhofen Toleranz und Vielfalt gelebt wird. Hückelhofen, vor 100 Jahren noch ein Dorf, durch unsere Zeche Sophia Jakobe angewachsen zu einer großen Stadt mit über 40.000 Einwohnern und 100 verschiedenen Nationen. Wir leben hier zusammen unter einem Dach der Stadt Hückelhofen, in unseren Vereinen, in unseren Schulen, in unseren Kindergärten, in unseren alten Einrichtungen. Wir leben zusammen, wir feiern zusammen und das Seite an Seite und das sehr friedvoll und verständnisvoll. Um uns herum kann passieren, was will, in der großen Politik. Wir sind hier in Hückelhofen, wir sind die Stadt der Kulturen. Mit über 100 Nationen leben wir Seite an Seite, friedvoll miteinander. Hier stehen wir an markanter Stelle. Hinter mir der Friedenspfahl, die Städtepartnerschaft, drüben unsere Friedensbank. Hier kommen wir zusammen, immer dann, wenn es einen Anlass gibt, wenn es zu gedenken gibt, wenn wir diskutieren wollen, wenn wir reagieren wollen auf aktuelle Geschehnisse, wenn es um Toleranz oder Missachtung der Toleranz geht, um Fremdenfeindlichkeit, um Terror und uns zu erinnern an das, was im letzten Weltkrieg passiert ist. Immer dann kommen wir zusammen zwischen Gymnasium, zwischen Rathaus, zwischen Aula, um uns zu treffen und aufmerksam zu machen. Und ich lade Sie ein, mit dabei zu sein. Schauen Sie in die Tagespresse, schauen Sie auf die Homepage, wenn es hier wieder heißt, Flagge zu zeigen. Seien Sie dabei. Denn wer sich kennt, der wird sich nicht fremd.